Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Lania Kea. Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Lania Kea. Ja, das ist ein Strand auf Hawaii und das Spiel, das möchte ich euch nämlich in diesem Video vorstellen. Abschließend gibt es natürlich ein kleines Fazit und wer den Kanal schon länger folgt, der weiß ja, ich mag die Spiele von Gerhards Spiel und Design. Manche finde ich richtig klasse, viele habe ich euch schon empfohlen. Die haben natürlich einen Preis, kosten mehr. Made in Germany, kleiner Verlag, alles sehr hochwertig hier dargestellt, abstrakte Spiele, die sich über Jahrzehnte durchaus lohnen. Aber jetzt gucken wir mal, ob das Spiel sich auch lohnt. Das dürft natürlich, klar, entscheidet ihr natürlich am Ende. Das heißt, das Spiel ist vom Autor Marco Teubner, kein Unbekannter, ein Zwei-Personen-Spiel, ist ab 8 Jahre angegeben und geht recht lang, 30 bis 40 Minuten. Schauen wir einfach mal. Im Slalom um die Schildkröten, ja, natürlich ökologisch, nachhaltig, auch was das Material angeht, und aufgebaut habe ich schon mal. Jetzt erstmal ein kleiner Überblick, was man hier machen muss. Jeder hat seine Spielsteine in seinem Startbereich, das ist ein großes Feld, und man versucht mit seinen Steinen auf die andere Seite zu kommen. 5 Spielsteine muss man auf die andere Seite bringen, um das Spiel zu gewinnen. Im Spielverlauf führt man Aktionen aus, das heißt, man bewegt sich mit seinen Spielsteinen. Man macht die Züge mit einem Spielstein oder gleich mit 2 Spielsteinen. Im Anschluss nimmt man dieses Element, so ein Schiebeelement mit der richtigen Seite und schiebt natürlich an der jeweiligen Stelle, wo ihr zuletzt eure letzte Bewegung ausgeführt habt. Es gibt noch ein paar kleine Besonderheiten, aber als Umriss sollte es erst einmal ausreichen. Es gibt natürlich weitere Plättchen, aber ein Plättchen nehmt ihr zum Schieben. Und bevor er beginnt, legt ihr die Spielsteine hier also aus und in jeder Reihe sollte auf jeden Fall so ein leeres Feld, das sind immer so Doppelfelder, also so ein leerer Chip dann platziert werden. Ganz beliebig und dann baut ihr das einfach auf. Und dann kann man auch schon beginnen. Eine Person beginnt, ja, man schiebt nicht, man zieht erst. Das heißt, ich ziehe mit meiner Figur natürlich nicht auf Schildkröten. Ich ziehe zum Beispiel hier hin und anschließend mit diesem Stein hier drauf. Das war mein Gletscherspielstein, den ich hier auf das Feld bewegt habe und ich schiebe. Das wäre jetzt mein Zug gewesen. Ich kann auch in die andere Richtung schieben. Schiebe ich andere Spielsteine raus, dann kommen sie natürlich in den Startbereich. Ist der andere dran. Die andere Person ist dran und zieht vielleicht hier drauf und hier drauf. Man kann natürlich auch hier drauf ziehen. Kann man auch machen. Und dann schiebe ich mit dem Element hier wieder rein. So funktioniert das. Dann bin ich wieder am Zug. Und dann kann ich natürlich sagen, und ich möchte euch natürlich ein bisschen was demonstrieren, ihr könnt nämlich stapeln bis zu 3. Ich kann hier einen Stein draufsetzen und den zweiten, den Sprung mache ich hier, weil das 2 hoch, ich kann also bis zu 2 springen. Wieder auf ein leeres Feld, das wäre der letzte Zug und ich schiebe. Sieht total einfach aus. Aber ich kann natürlich auch gegnerische Steine blockieren. Ich kann nicht diagonal ziehen, also ich kann nur vorwärts, zurück, seitwärts. Das ist alles möglich. Ich kann nicht auf der gleichen Startposition wieder landen, hin und her schieben. Nein, das ist nicht erlaubt. Und ihr müsst natürlich schieben. Wenn ihr ins Ziel ankommt, also super, dann dürft ihr sogar in einer beliebigen Reihe schieben. Das ist auch klasse. Also da müsst ihr immer schauen und die ganzen Optionen, das sind noch 2, 3, die werden auch gut in der Anleitung dann hinterlegt. Und so kommt ihr natürlich voran und versucht natürlich in das Ziel des Mitspielers zu kommen. Dieser Stein ist dann sicher, den legt man zur Seite, aber ich muss hier 5 Steine auf die andere Seite bringen. Sieht einfach aus, hat aber durchaus ein paar Ärgerfaktoren, aber ein durchaus, ja, Spiel, wo an die 30 Minuten geht und damit bin ich schon beim Fazit. Ihr merkt, so schwer ist es gar nicht. Ein Spiel, was hier angegeben ist für 2 Personen. Klar, man erkennt es, für 2 Personen ist es natürlich. Und es ist ab 8 Jahre. Ja, es ist ein Familienspiel, ein 2-Personen-Spiel, wo auch Jüngere mit Älteren zusammenspielen können. Auch für reine Erwachsenenrunden. Oftmals steht bei Spielen von Gerhards 8 Jahre drauf, manchmal 10, aber 8 Jahre spricht ja durchaus, dass es auch ein zugängliches Spiel ist. Und das ist es. Da ist man schnell drin. Und allein mit dem tollen, hochwertigen Material macht es natürlich noch mal ein bisschen mehr Spaß. Das hat natürlich seinen Preis, aber wer den Kanal schon länger folgt und die Spiele von Gerhards kennt, der ist ja ein ganz kleiner Verlag und die produzieren ja sehr vieles mit Hand noch und da zahlt man auch gerne ein paar Euro mehr und dann unterstützt hier auch ein Verlag Made in Germany. Gerhards Spiel und Design, 30 bis 40 Minuten. Ja, da am Anfang habe ich gedacht, 30 Minuten, 40 Minuten. Das ist für ein abstraktes Spiel ja durchaus ein bisschen lang. Und da
das geht doch recht schnell, dachten wir in all den Partien, wo wir gespielt haben. Aber es waren immer so an die 30, teilweise sogar 45 Minuten. Aber es hat sich dann schnell eingependelt. Klar, wenn man Fehler macht, dann wird man hier bestraft. Aber man kann auch richtig tolle Züge machen. Gerade wenn man den dritten Stein oben drauf hat, dann springt man drei Felder weit auf ein freies Feld, überspringt je nachdem noch andere Türme. Abhängig natürlich von der Höhe, kommt also schnell voran und ist auch schnell im Ziel. Und da muss man natürlich taktieren, ärgern, vorsichtig natürlich sein, weil man wird ja je nachdem auch rausgeschoben. Und das macht Spaß und Laune. Es ist ein wirklich schönes, abstraktes Spiel. Mit einem Mechanismus, was man oft ja von irgendwelchen App-Spielen dann kennt. So kann man es ja sagen, gibt ja viele App-Spiele, Rennspiele etc., wo man immer ausweichen muss und immer wieder nach vorne kommen muss, Sprünge machen muss. Ja, das hat man jetzt einfach mal als abstraktes Spiel umgesetzt. Und Laniakea ist ja dieser Strand. Ich weiß nicht, ob der Verlag, der Autor auch mal dort war. Da hat man sich wahrscheinlich auch ein bisschen eingelesen, wo die Schildkröten sind, wo die Schildkrötennisten ins Meer dann gehen. Und hier natürlich, man versucht natürlich aufzupassen, wo man läuft. Und das versucht man jetzt hier als abstraktes Spiel abzubilden, was wirklich gut gelungen ist. Das Material lässt sich dann, wie man es gewohnt ist bei Gerhards, auch wieder verstauen in einem Säckchen. Also alles ist hier hinterlegt, das ganze Material natürlich dann auch. Und ja, so spielt man die eine oder andere Partie. Bei uns zwei Partien, klar, hat natürlich einen Zeitfaktor, aber ist ein Spiel, wo aus meiner Sicht wirklich gut ist, was Spaß macht, was vielleicht ein bisschen unterschätzt wird, aber was ihr auch durchaus mit Jüngeren zusammenspielen könnt oder in reinen Erwachsenenrunden, ja, in den bisher gespielten Partien wirklich gut funktioniert hat. Und deswegen auch schon das Fazit und die Infos und das Video an dieser Stelle. Wo bekommt ihr es? Je nachdem im Handel, nicht überall im Handel, müsst ihr je nachdem Fachhändler fragen, aber auch im Shop, beispielsweise direkt bei Gerhard Spiel und Design, da könnt ihr schauen. Oder je nachdem auf Messen, ist recht neu, also je nach Zeitpunkt des Videos müsst ihr dann einfach schauen. Aber auf Messen beispielsweise oder im Shop oder direkt mal anfragen, da bekommt ihr das Spiel auf jeden Fall. Das zu den Infos von Laniakea, wunderschöner Name, vom Autor Marco Teubner aus dem Hause Gerhards Spiel und Design. Ich sage danke euch fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald.